Du willst Muskeln aufbauen, aber traust dich nicht, deine Kalorien zu erhöhen. Oder du hast panische Angst davor, mit deinen Freunden ins Restaurant essen zu gehen, weil du einfach nicht weißt, wie viel Kalorien in der Mahlzeit drin stecken. Dann hast du Angst vorm Essen. Und deswegen ist dieses Video für dich. Ganz wichtig an erster Stelle, du bist mit diesem Problem nicht allein. Gerade in der Fitnessszene ist das super verbreitet, dass man sich einfach vor dem Essen fürchtet. Gerade natürlich auch deswegen, weil man auf Instagram immer nur posierte, gestellte und die perfekten Bodies sieht und sich dementsprechend anfängt damit zu vergleichen und Angst hat, schlechter als das auszusehen. Da sind wir eigentlich schon bei einem ziemlich interessanten Punkt angekommen, denn normalerweise ist die Angst vor dem Essen gar nicht so wirklich die Angst vor dem Nahrungsmittel oder dem Essprozess an sich, sondern vielmehr eine tiefer liegende Grundangst. Und die kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass man Angst hat, schlechter als eine bestimmte Person auszusehen. Angst hat, vielleicht nicht mehr so gut bei seinem Freund anzukommen. Angst hat, komische Kommentare von seiner Familie zu bekommen, wenn man auf einmal zunimmt. Oder grundsätzlich dieser Gedanke des Gewichtszunehmens einfach eine Bedrohung für einen darstellt. Finde also zunächst einmal heraus, welche Angst hinter dieser Angst vor dem Essen steht und arbeite dann damit. Du kannst zum Beispiel durch Journal darüber reflektieren oder dich einfach informieren, wie du dieses tiefer liegende Problem lösen kannst. Trotzdem gibt es da ein paar wichtige Punkte, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, die dir dabei helfen werden, ein besseres Verhältnis zu Essen herzustellen. Und zwar, Essen ist nicht dein Feind. Warum auch? Unser Körper funktioniert, indem wir ihm Nahrung zuführen. Und dementsprechend kann Essen gar nicht unser Feind sein, sondern ermöglicht es uns, überhaupt erst unserem Alltag nachzugehen, vor allem auch viel Sport zu treiben, stärker zu werden und, und. Am Ende des Tages wird dein Körper dir dafür dankbar sein, wenn du ihm die notwendigen Nährstoffe zuführst, denn erst dann kann er leistungsfähig und vor allem auch gesund sein. Nährstoffreiche Lebensmittel sind natürlich immer etwas lieber gesehen, aber am Ende des Tages kommt es halt eigentlich nur darauf an, dass du deinem Körper die nötige Energie lieferst, um auch performen zu können. Außerdem brauchen wir für Wachstum Ressourcen und in diesem Fall eben Nahrung und davon ganz schön viel. Wenn du bis jetzt noch nicht so richtig Muskulatur aufgebaut hast oder der Prozess einfach super, super langsam und kaum merkbar vonstatten geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du einfach zu wenig isst. Hier ist es dann immer ganz wichtig, sich dieses Endziel vor Augen zu halten. Denn wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, dann geht das eben nun mal schneller, wenn du auch ausreichend isst und deinem Körper nicht die Nährstoffe verwehrst, die er eigentlich verdient und benötigt. An der Stelle stellt sich dann natürlich die Frage, was ist größer, der Wille, Muskulatur aufzubauen oder eben die Angst vor dem Essen. Aber wenn der Muskelaufbau und dein Endziel ist, dann ist doch eigentlich ganz klar, was du zu tun hast. Ganz wichtig ist es auch, Nahrungsmittel nicht in Gut und Böse einzuteilen. Ja, viele denken gerne schwarz und weiß, aber vieles ist eben nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern es gibt sehr, sehr viel Spielraum zwischen beiden Kontrasten. Und bei Nahrungsmitteln ist das genauso. Wenn du Nahrungsmittel nun in Gut und Böse oder Gut und Schlecht einteilst, dann geht natürlich mit dem Konsum eines schlechten oder bösen Nahrungsmittels auch immer ein schlechtes Gefühl einher. Und das ist natürlich ganz kritisch, denn nach diesem schlechten Gefühl folgt dann häufig ein Schuldgefühl aufgrund des Konsums dieses Lebensmittels. Und das sorgt nachhaltig dafür, dass du gegenüber, sage ich mal, nährstoffärmeren Lebensmitteln ein schlechtes Verhältnis aufbaust. Na klar, man sollte immer in Maßen genießen und so weiter und so fort, aber in der heutigen Welt solchen Nahrungsmitteln, also Süßigkeiten, Fastfood etc. komplett aus dem Weg zu gehen, ist einfach unrealistisch und geht vor allem immer mit einem Verbot einher. Und wenn du dir wirklich zu 100% immer alles verbietest, worauf du aber auch Lust und Appetit hast, dann sorgt das wiederum dafür, dass dann meistens im Nachhinein irgendwie eine Kompensierung dafür stattfindet und das zum Beispiel in Form von Binge-Attacken oder eben anderen komischen essgestörten Verhaltensweisen. Versuch hier also weniger schwarz und weiß zu denken, weniger in gut und schlecht, weniger in böse und gut für deinen Körper Nahrungsmittel, sondern schau einfach, dass du eine Balance findest, ein Gleichgewicht, das für dich funktioniert. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich morgens total oft Lust auf Süßes habe und dann gönne ich mir halt auch was. Und das ist vollkommen okay, weil ich dann halt weiß, okay, abends esse ich sowieso meine 500 Gramm Gemüse und zwischendurch habe ich auch noch eine Portion Obst und mein Eiweiß decke ich auch. Aber am Ende des Tages bin ich zufrieden damit, wie ich meinen Tag gestaltet habe. Ich habe sowohl nährstoffreiche als auch ein paar nährstoffärmere Lebensmittel konsumiert und für mich persönlich funktioniert das so. Zu guter Letzt ist es auch sehr wichtig, dass du deinem Körper Vertrauen entgegenbringst. Sowas wie Sättigung und Hunger sind wahrscheinlich für viele von uns gar nicht mehr so etwas, worauf wir uns überhaupt verlassen können, beziehungsweise worauf wir uns auch gar nicht mehr verlassen wollen. Das resultiert häufig daraus, dass es halt einfach eine riesige Verfügbarkeit an Lebensmitteln gibt, dass wir als Kinder immer dazu aufgefordert
aufgefordert wurden, unseren Teller leer zu essen, auch wenn wir schon satt wurden und. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Aber ganz wichtig ist es, dass wir uns auch in diesem Kontext einfach so ein bisschen auf unseren Körper verlassen möchten. Zum Beispiel ist es so, dass wenn dein Körperfett steigt und der Körper so langsam sagt, das ist eine Grenze, die möchte ich eigentlich nicht überschreiten, dass dann auch dein Sättigungsgefühl höher wird. Das heißt, es wird immer schwieriger für dich, viel Nahrung oder mehr Kalorien zu dir zu nehmen und ist somit ein ganz natürliches Signal deines Körpers, dass jetzt vielleicht so langsam mal Schluss sein sollte. Aber genauso sollten wir natürlich auch auf unser Hungergefühl hören. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel 1800 Kalorien isst, aber regelmäßig Hunger hast und nicht gut gefüllt schlafen gehst, dass dein Körper höchstwahrscheinlich mehr Kalorien von dir verlangt. Versuche also da so ein bisschen mehr Vertrauen gegenüber deinem Körper aufzubauen. Lass dich einfach mal da reinfallen, auch wenn es vielleicht beängstigend ist und du Angst hast, dass du in der Woche, wenn du intuitiv isst oder so ein bisschen mehr auf deinen Körper hörst, ihm mehr Kalorien gibst, aussiehst wie ein Hefekloß. Aber in den meisten Fällen, beziehungsweise nie, ist das eigentlich so. Und es lohnt sich auf jeden Fall, so ein bisschen mehr wieder in Verbindung mit seinem Körper zu kommen. Das waren die wichtigsten Punkte, aber eine Sache sei auf jeden Fall noch gesagt. Eine Angst zu haben bedeutet auch nicht, dass du darauf basierend handeln musst. Das heißt, du hast jetzt wirklich selbst in der Hand, ob du dein Verhältnis zum Essen verbessern möchtest, ob du wieder auf deinen Körper hören möchtest, ob du wachsen möchtest und deine Ziele im Gym erreichen möchtest. Das muss nicht abhängig von dieser Angst gemacht werden. Du kannst jetzt lernen, diese Angst vor dem Essen hinter dir zu lassen, aber das funktioniert nur, wenn du dich auch wirklich dem Ganzen stellst. Also mit Exposition gegenüber dem Essen arbeitest und dadurch lernst, dass du keine Angst vor dem Essen zu haben brauchst. Das bedeutet also, deine Angst wird dann verschwinden, wenn du auch deinem Körper anfängst, das zu geben, was er haben möchtest, beziehungsweise mehr isst. Du wirst realisieren, dass es richtig schön ist, sich mit den ausreichenden Nährstoffen zu versorgen, stärker im Training zu werden, endlich Muskulatur aufzubauen und gleichzeitig ein Vertrauen in seinen eigenen Körper zu haben. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass deine Angst vor dem Essen bald schwindet und du ein besseres Verhältnis zum Essen aufbauen kannst, um endlich deine Ziele im Gym zu erreichen und ein gesünderes Verhältnis zu deinem Körper und eben dem Essen, das du ihm zuführst, aufzubauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vergiss nicht, ein Like und ein Abo dazulassen oder auch einen Kommentar, in dem du berichtest, wie deine Erfahrung mit Angst vor dem Essen so abgelaufen ist in der Vergangenheit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.